Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf rtl.de zu einer echten Weltpremiere. Wir haben die No Angels zu Gast hier und im Unplugged-Konzert. Und danach werden die Mädels eure Fragen beantworten. Also kommentiert fleißig auf rtl.de, schickt eure Fragen rüber, damit ich sie dann weiterreichen kann. Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Natürlich sind alle hier, die hier mitmachen, auf Corona negativ getestet. Alle achten auch auf Mindestabstände. Die Gesundheit ist natürlich an allererster Stelle. Und ich bin so froh, dass wir uns heute kennenlernen, ihr vier. Hallo. Es ist ein Skandal, dass wir uns heute zum ersten Mal sehen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Schon, ne? Das ist doch der richtige Anlass. Schön. Schön, dass ihr hier seid. Wie ist denn das für euch, das erste Mal wieder mit einer Liveband gleich zu spielen? Heaven on Earth. Ist ja, oder? Der Himmel. Das ist so schön. Wir haben lang drauf gewartet. Ja. Und das ist, wir sind in unserem Element. Also das ist wirklich das Schönste. Sehr, sehr schön. Das glaube ich euch. Seit bekannt ist, dass ihr wieder Musik macht zusammen, ist ja sicherlich einiges abgegangen. Was genau? Könnt ihr das doch überhaupt fassen? Wir haben zwei großartige Videos gedreht. Einmal zu Daylight in Your Eyes und dann zu Still in Love with You. Das feiert morgen Premiere. Und es ist ein wunderschönes Video geworden. Wir haben ein Album aufgenommen, 20, mit alten Songs, frisch aufgelegt, mit neuen Songs. Und dann steht nächstes Jahr noch was ganz Großartiges an. Genau, wir haben nächstes Jahr endlich unser erstes großes Live-Konzert vor Publikum am 18. Juni 2022. Sehr gut. Die Karten sind ja schon im Vorverkauf. Genau. Ne? Genau. Viele sind schon über den Tisch gelaufen, also schnell nochmal eine Karte Auf jeden sichern. Fall. Ihr glaubt gar nicht, wie viele mir erzählt haben, ja, ich habe schon längst Karten für die No Angels. Ja, also es läuft auf jeden Fall schon. Wir haben ja auch was zu feiern. Euer Album 20, da steht's. Ja. Die Fan-Edition sieht wundervoll aus, ist draußen. Und ja, aus dem Album hören wir ja heute auch ein bisschen was. Was genau habt ihr denn vorbereitet? Lasst euch mal überraschen. Hits sind natürlich dabei. Vielleicht auch was Neues. Okay. Bleibt dran. Ja, auf jeden Fall. Also dranbleiben im Sinne von, jetzt geht's los. Bühne frei für die No Angels. Viel Spaß. Dankeschön. 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 Guten Abend, Deutschland. Guten Abend, liebe Freunde. Ja, wir sind wieder da. Wir sind die No Angels. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Oh ja. Yeah.
Oh, Mädels. Das habe ich vermisst. Ja. Das war sehr schön. Okay. So im Laufe der Jahre ist das, glaube ich, bei jeder und so gewesen, dass eine gewisse Sehnsucht hier und da immer wieder aufgekommen ist und wir wussten gar nicht so genau, die einzuordnen. Was ist das eigentlich? Bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns alle wieder gesehen haben und dann wurde ganz klar, diese Sehnsucht ist das Miteinander, das ist das No Angels Sein, weil uns verbindet eine große Liebe und auch verliebt sein. No? Oh ja. Wir sind verliebt in unsere Songs, wir sind verliebt in die Musik, wir sind verliebt in euch, in unsere enge Community. Wir sind so stolz, dass ihr da seid und es gibt einen Song, der das alles so ein bisschen zusammenfasst. Ne? Die Sehnsucht, die Liebe und den haben wir in der Celebration Version, hat der Song so ein bisschen Fuego noch bekommen. Wir haben ein sehr hottes Video dazu gedreht und natürlich singen wir den für euch auch. Hier ist Still in Love with You. Das vom Fernsehen und vor den Geräten gerade richtig, richtig toller Applaus ab. Das wäre schön, da würden wir uns ja freuen. Also
ihr könnt auch gerne klatschen, ihr da, ihr, die uns zuschaut. Ich meine, auch wenn ihr allein oder zu zweit oder zu dritt seid, klatscht einfach laut. Steckt die Nachbarn an. Genau. Genau, wir fühlen es hier auch, wenn ihr draußen klatscht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, der nächste Song, den wir für euch vorbereitet haben, ist ein Song, den wir alle wirklich sehr, sehr lieben. Und es war von Anfang an wirklich einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ich liebe die Botschaft in diesem Song. Es geht um Glaube, um Hoffnung und Kraft. Und eigentlich sagt der Song, egal was du gerade durchmachst und egal wie schwer es vielleicht sein mag, es gibt immer wieder einen Weg zurück zur Freude. Und da wollen wir mit euch gemeinsam hin. To the rivers of joy. Never been this far. I've seen the world with my eyes. Never did I know. But I'm gonna find a way, no matter what they say. In the rivers of joy, hallelujah, joy. I believe in the rivers of joy, hallelujah, joy. I will find in the rivers of joy. Danke, Jungs. Dankeschön. Okay, und jetzt euer Applaus für die Band. Woo! Yes. Dankeschön. Und natürlich haben wir auch neue Schmankerl mitgebracht, beziehungsweise einen. Und das ist ein ganz besonderer Song. Mein Mann hat ihn geschrieben für uns.
und hat uns gefragt, worüber wollt ihr denn singen? Was möchtet ihr sagen? Und hat diesen speziellen Song für uns geschrieben. Ich glaube, wir haben alle in dieser Phase gesteckt. Corona, mental war es schwierig, arbeitstechnisch war es schwierig. Und wir haben alle zusammen in diesem Sumpf gehangen. Und manchmal ist es da schwer rauszukommen. Aber es gibt immer den einen Tag, an dem sich alles ändert. Wo man einfach aufstehen muss und sagen muss, genug. Es ist ein neuer Tag und ich mache das Beste raus und schaue nach vorne. Hier ist für euch A New Day. I've been living in a nightmare. No good, no joy, no love. I've been running in a maze that keeps on changing every day. So tired of feeling lost. Schön. Auch wenn ihr die nur alle sehen könntet. Ah. Die sind so süß. Ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. Ja, ich hoffe, oder wir hoffen sehr, dass euch bisher die Songs gefallen haben. Im neuen Gewand. Mit reiferen Stimmen. Und natürlich wollen wir den Song beenden mit dem Song, mit dem alles begann. Ein ganz, ganz besonderer Song. Und wir haben von euch so viel Liebe bekommen in den letzten Monaten. Es ist überhaupt nicht in Worte zu fassen. Und wir hoffen, dass annähernd so viel Liebe zurückkommt. Dass ihr spürt. Push you, baby, but never too far. I'm so
just as strong as you are. Dankeschön. Das war so großartig. Mädels. Und danke an unsere großartige Band. Ja. Das muss noch gesagt werden. Genau. Ihr seid der Kracher. Christoph, Christian, Dankeschön. Matze und Abo. Dankeschön. Es war wirklich der Hammer, mein Kompliment. Also es ist, ich kann das gar nicht glauben, dass ich euch gerade live gesehen habe. Und ganz ehrlich, Als Erste. Hier absolut. Richtig live, so richtig. Und ganz ehrlich, ihr könnt doch jetzt nicht schon aufhören. Ihr müsst bitte noch... Tanzt du dann ein bisschen mit uns? Ja würde ich okay. Dann legen wir los. Würde ich dann sogar. Dann habt ihr noch was, ja, was ihr jetzt singen könntet? Ja, noch mal kurz. Wollen wir noch das Ende von Daylight vielleicht? Mach mal bitte. Ach, das Ende von Daylight, ja, für euch da draußen. Die Hände... I want
Dankeschön. Ein Traum. Vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Sollen wir Platz nehmen? Sehr gerne. Ich glaube, wir müssen 5 Sekunden für Applaudissementen jetzt, für den Applaus. Für Applaus. Weil ich glaube, also alle, die jetzt die zuschauen, zuschaut, haben Lust zu applaudieren, oder? Absolut. So, wir geben denen jetzt dann diese können wir Zeit. Wir uns direkt bedanken bei allen, die zugeschaut haben. Genau. Für die großartige Plattform RTL.de, ja. Für die großartige Band, das war einfach, und natürlich unsere Plattenfirma BMG, die das auch BMG. Möglich gemacht hat. Absolut. Also das Where ist, wow. Bestes Team. Wow. Jetzt erzählt mal, wie hat sich's angefühlt? Jetzt wisst ihr ja, wie es gewesen ist. Heiß. Vorher, heiß, ja, in der Tat. Ja, jetzt sind wir gerade warm gelaufen. Heiß und schwitzig. Also wir könnten eigentlich jetzt noch weitermachen. Ja. Oder? Es war zu schnell rum. Ja, es ist dann wirklich so und vorbei. Ja. Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch nur ein Appetizer, weil es kommt dann ja nächstes Jahr das richtig große Konzert. Genau. Und in wir werden Tat. Natürlich auch noch dieses Jahr uns immer wieder mal was einfallen lassen. So ist ja auch ganz nicht. Bestimmt. Genau. Also es ist jetzt noch eine Zeit, wo man so eine Art von Konzerte spielen kann, nur solche. Und wir werden uns noch ein paar solche Konzerte auf jeden Fall überlegen. Das war jetzt für uns auch nach 12 Jahren tatsächlich das erste Mal, nach 11 Jahren, wo wir so intensiv die Mikros gemeinsam in die Hand genommen haben. Und allerdings. Das war schon bei den Proben wirklich ein eigenartiges Gefühl. So erfüllend war das einfach. Das glaube ich. Es war dann alles... Es war dann... Sandy ist immer so ein ganz guter Indikator, weil die heulen nie. Nee, nie. Und wenn die dann... Ah ja, nie ist ja auch gelogen. Ja, gut, ist auch gelogen. Aber selten. Und wenn sie dann Pipi in den Augen kriegt, dann ja, war es richtig, richtig, richtig rührend. Auf jeden Fall. Ja, es ist ein emotionaler Moment, das merkt man auch. Also ich glaube auch, das geht auch den ganzen Zuschauern da draußen so, weil ich meine, alle haben auf das Comeback gewartet, ehrlich gesagt, ja. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, auch für eure Fans auf jeden Fall. Ja, definitiv. Die waren ja auch die Indikatoren für alles. Ja, stimmt. Deshalb sehr schön, ja. Ja. Und ihr habt Fragen gestellt und wir haben auch die erste Frage von unseren Zuschauern auf RTL.de, nämlich von Jessica. Bleibt es bei dem einen Konzert in Berlin? Das war auch direkt eine Frage, die ich mir gestellt habe. Mhm. Das kann doch nicht sein. Ja, bisher ist nur das geplant. Also wir wollten ja eine große Jubiläumsfeier, eine Party, eine richtig fette Party feiern. Und sind natürlich glücklich, wenn wir die Wuhlheide vollkriegen und zum Beben bringen können. Was sich danach ergibt, wissen wir nicht. Also, aber wir hoffen erstmal, dass das der ganz große Knaller wird und wir da eine Menge Spaß haben. Also ran an die Tickets. Absolut. Es sind auf jeden Fall halt schon, fast die Hälfte ist schon weg. Ja. Ciao. Ja, man muss sich dranhalten, aber ich höre da auch raus, wenn die Party richtig gut knallt in der Wuhlheide in Berlin, das Konzert, dann seid ihr wieder voll drauf und dann seid ihr auch nicht abgeneigt, dann noch eine Party nachzulegen. Kann ich abgeneigt mir vorstellen. Sind wir, also wir sind jetzt nie, schon voll drauf. Also, so ist es nicht. Man kann aber so schlecht planen momentan. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen uns erstmal so kleine Ziele, kleine. Wuhlheide ist ganz klein, ganz klein. Also 5 Leute gehen da rein. Step by step. Okay, wir haben eine Frage von Max. Der will wissen, bekommt noch ein neuer Song von eurem neuen Album 20 ein Video, nachdem das erste Video sich ja wirklich sehen lassen kann. Die Leute wollen Nachschub. Ja, das zweite hat ja morgen Premiere, das ist Still in Love with You. Und wir haben schon ein paar Appetizers davon auf unser Instagram-Channel gezeigt und da haben wir schon sehr viel Zuspruch dafür bekommen. Das ist ein sehr besonderes Video. Wenn ich es richtig gelesen habe, meinen Sie einen neuen Song? Einen von den neuen Songs, das können wir wirklich noch nicht sagen. Okay. Also ob es jetzt nur, ein neuer Song von 20 ist, in dem Fall Still in Love, aber was die neuen Songs angeht, das wissen wir natürlich noch nicht. Okay, ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Der Herbst ist jung. Was ihr aber unbedingt nochmal erzählen müsst, ist, wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr jetzt wieder hier sitzt zu viert und das alles so genießen könnt? Oh, wow. Ach, da waren die Fans die Ausschlaggebenden. Ja, ist eine etwas längere Geschichte, ja. Aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Also wir waren natürlich die ganze Zeit in Kontakt miteinander und waren auch schon so gemeinsam in einer WhatsApp-Gruppe gewesen, wir vier. Und da ist dann auch schon mal irgendwann so vor 1,5 Jahren so dieser Satz gefallen, ey Mädels, wisst ihr, nächstes Jahr 20 Jahre, No Angels, wie krass. Und ich war auch so, boah, krass, das ist ja unfassbar. Und wir hatten aber überhaupt nichts Konkretes geplant und dann kam...
kam irgendwann eines Tages eine E-Mail von unserer neuen Plattenfirma, der BMG. Ja, hallo, herzlich willkommen bei der BMG. Und die hatten unseren ganzen Backkatalog gekauft und dann unsere alten Alben, die es vorher noch nicht zu streamen gab, auf Streaming-Plattformen veröffentlicht. Und das hat die Fans so sehr gefreut, weil die haben sich auch sehr nach dieser Musik gesehnt, die zu streamen und überall dabei zu haben und nicht den Discman schleppen. Und